Hallo, mein Name ist Paula Dziewetzki und in diesem Video möchte ich über die richtige Anfangsdosierung von Ausleitungsmitteln bei der Andrew-Cutler-Methode sprechen. Ich habe selber fast 5 Jahre lang nach Cutler ausgeleitet. Das wichtigste Ausleitungsmittel beim Cutler-Programm ist die Alpha-Liponsäure. Sie wird in niedrigen Dosierungen oral gemäß ihrer Halbwertszeit in Runden von mindestens 3 Tagen eingenommen. Während dieser 3 Tagesrunden wird das Mittel alle 3 Stunden rund um die Uhr, also auch nachts, geschluckt. Wie genau das vor sich geht, habe ich in einem separaten Video erklärt, das Sie sich hier anschauen können. Eine Frage, die hier immer wieder aufkommt, ist die nach der richtigen Dosierung. Alpha-Liponsäure ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das frei erhältlich und recht preiswert ist. Man findet bei Amazon oder anderen Händlern eine große Auswahl davon. Die dort erhältlichen Dosierungen bewegen sich jedoch zwischen 100 und 600 Milligramm pro Kapsel. Darf man mit solch hohen Dosierungen die Cutler-Ausleitung anfangen? Nein, die richtige Anfangsdosis bei der Cutler-Methode liegt üblicherweise zwischen 12 und 50 Milligramm. Durch die Einnahme solch geringer Mengen wird verhindert, dass mehr Schwermetalle mobilisiert werden, als vom Körper ausgeschieden werden können. Passiert das nämlich, so kann es zu einer Extremverschlechterung beim Patienten kommen. Das wird durch die Einnahme von kleinen, aber häufigen Dosierungen unterbunden. Derart kleine Mengen von Alpha-Liponsäure sind bei deutschen Anbietern jedoch nicht erhältlich. Was man da mit viel Glück findet, sind manchmal 50 Milligramm Kapseln, nicht weniger. Ich gebe hier in diesem Video jedoch 3 verschiedene Lösungen an, wie man sich kleine Dosierungen von Ausleitungsmitteln trotzdem besorgen kann. Erstens, kaufen Sie die Ausleitungsmittel bei ausländischen Anbietern. Eine Liste der Online-Shops finden Sie in meinem Blogartikel auf meiner Webseite. Dort können Sie Alpha-Liponsäure in sogar 1 Milligramm Dosierung kaufen. Zweitens, benutzen Sie eine Kapselfüllmaschine und stellen Sie so selber kleinere Dosierungen her. Mit Hilfe einer solchen Maschine können Sie aus Kapseln, die 100 oder 200 Milligramm Alpha-Liponsäure enthalten, viel kleinere Dosierungen herstellen. Sie brauchen dazu auch leere Kapseln, das Ausleitungsmittel natürlich und ein Füllmaterial. Ich habe ein Video dazu gemacht und Schritt für Schritt erklärt, wie genau das geht. Dieses Video können Sie sich hier anschauen. Wenn Sie Dosierung von 20 oder 25 Milligramm einnehmen, also können Sie Kapseln von 100 Milligramm Größe auch per Augenmaß teilen. Das Pulver können Sie dann einfach lose einnehmen. Laut Dr. Cutler gibt es bei den Dosierungen einen Spielraum von plus minus 20%. Wie findet man jedoch die richtige Dosierung? Dr. Cutler meint, dass die richtige Dosis bei den meisten Menschen irgendwo zwischen 25 und 50 Milligramm liegt, obwohl es Menschen gibt, die sogar bis auf 3 Milligramm runtergehen müssen. 3 bis 50 Milligramm, das ist eine ziemlich weite Spannbreite. Wie findet man also die richtige Menge für sich? Für den Anfang gibt es grobe Empfehlungen. Je kränker man ist, umso geringer sollte die Anfangsdosierung sein. Diejenigen, die bettlägerig sind oder nicht arbeiten können, müssen eventuell mit so niedrigen Dosierungen wie 3 bis 5 Milligramm anfangen. Ist man voll funktions- und arbeitsfähig, so kann es sein, dass Anfangsmengen von 25 oder sogar 50 Milligramm akzeptabel sind. Die endgültige Anfangsdosis findet man durch Ausprobieren. Wie weiß man aber, dass man die richtige Dosis erwischt hat? Das weiß man, wenn man während der Runde eine deutliche Veränderung in den Symptomen verspürt, diese jedoch akzeptabel sind. Veränderungen sind typischerweise Müdigkeit oder Reizbarkeit. Generell kann sich während der Runde jedes der von Quecksilber verursachten Symptome entweder deutlich verschlechtern oder verbessern. Worauf man also schaut, ist, ob ein deutlicher Ausschlag in den Symptomen entweder nach oben oder nach unten während der Runde stattfindet. Sind die Ausschläge während der Ausleitung extrem und es haut einen regelrecht um, so ist es ein Zeichen dafür, dass man zu viel von den Ausleitungsmitteln einnimmt. In einem solchen Fall muss man die Runde abbrechen, mindestens 3 Tage Pause machen und dann eine neue Runde mit einer niedrigeren Dosierung starten. Wenn man gar keine Veränderung während der Ausleitung noch während der Pause spürt, so kann es sein, dass die Dosis zu klein ist. In einem solchen Fall wartet man mindestens 3 Tage und dann verdoppelt man. Das kann man von Runde zu Runde machen, bis die richtige Dosis gefunden wurde. Dieses Vorgehen ist jedoch nur am Anfang der Ausleitung erlaubt, bis man sich auf die richtige Startmenge eingependelt hat. Hat man diese gefunden, so erhöht man das Ausleitungsmittel später alle paar Monate um jeweils maximal 50%. Man darf die Dosis jedoch nie mitten in der Runde erhöhen, sondern immer nur von Runde zu Runde. Bedenken Sie auch, dass was Quecksilberausleitung angeht, so ist die Sicherheit die Priorität, nicht die Schnelligkeit. Es geht darum, gesund zu werden, nicht Rekorde zu brechen.
Was ist aber zu tun, wenn man schon einige Runden mit 100 oder 200 Milligramm Kapseln absolviert hat und damit eigentlich ganz gut gefahren ist? Es kommt darauf an. Wenn es Indizien dafür gibt, dass tatsächlich eine chronische Quecksilbervergiftung vorliegen könnte, wie zum Beispiel viele Amalgamfüllungen in der Vergangenheit oder hohe Quecksilberwerte auf einem Labortest, dann würde ich empfehlen, die Ausleitung trotzdem zu unterbrechen und mit einer deutlich geringeren Dosis fortzuführen. Auch wenn man Mengen von 100 oder 200 Milligramm alle 3 Stunden bis dahin gut vertragen hatte. Es kann nämlich sein, dass es zu einer verzögerten Reaktion kommt, die dann extrem unangenehm sein könnte und von der man sich lange erholen muss. Wenn Sie aber schon mehrere Monate lang solch hohe Dosierungen einnehmen und Sie in der Zeit während der Runde keine dramatischen Reaktionen erlebt haben, so ist es unwahrscheinlich, dass Sie quecksilbervergiftet sind. In der Beschreibung unter dem Video finden Sie Links zu dem Artikel, wo ich ausländische Online-Shops erwähne, Links zur Alpha-Liponsäure, die ich bei Amazon empfehle, Kapselfüllmaschinen und anderen nützlichen Dingen. Falls Sie Fragen dazu haben, so können Sie gerne eine telefonische Beratung bei mir buchen. Gehen Sie dazu auf paolajiwetzki.com/buchen. Während persönlicher Beratungstermine gebe ich auch Tipps, wie man die Schwermetallausleitung nach Dr. Andrew Cutler beschleunigen oder komplett umgehen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Dieses Video dient nicht der Selbstdiagnose oder Behandlung, sondern nur der Informationsweitergabe. Falls Sie krank sind, gehen Sie bitte zu einem Arzt oder Heilpraktiker.